Leute, hier sind wir wieder beim letzten Part von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ich werde jetzt vorweg mein Fazit abgeben, weil es ist wirklich der letzte Kampf. Ich werde mich dann auch ausblenden, wenn die Cutscene kommt am Ende, und wünsche euch dann auch viel Spaß, aber ich werde mich nach dem Fazit eh nochmal verabschieden. So, zu Wind Waker HD. Wind Waker, eins meiner absoluten Hass-Zeldas. Ich finde das Spiel recht lahm. Allein das offene Meer. In diesem Meer ist halt einfach nichts. Es ist zwar cool, so eine Idee mit Meer und sowas, aber man hat halt ein paar große Inseln, auf denen wiederum dann auch nicht viel los ist. Und sonst kann man halt nur nach Schätzen graben oder sowas. Und das hat man halt auch jetzt relativ schnell erledigt, wie ihr das bei mir gesehen habt. Wir sind jetzt beim 39. Part und ich habe das Spiel zu 100% durchgespielt. Man kann zwar noch sowas wie die Mini-Tendo-Galerie machen, aber das ist jetzt kein Muss für die 100%. Und nicht nur das, auch die wenigen Dungeons waren sehr enttäuschend. Man merkt halt einfach, dass das Spiel unfertig ist, beziehungsweise es wurde in relativ kurzer Zeit entwickelt. Das merkt man halt doch schon ganz, ganz doll. Zum Soundtrack brauche ich gar nicht viel sagen. Der Soundtrack ist nice, das Gameplay ist super, wie man es von einem Oldschool-Zelda kennt. Es ist jetzt kein Breath of the Wild, natürlich nicht. Aber es ist halt Oldschool-Zelda und spielt sich daher auch echt gut. Ich mag den Artstyle nicht so gerne. Ich finde den Artstyle, den sie in der Richtung mit Skyward Sword dann eingeschlagen haben, wesentlich besser. Weil ich bin kein Fan von Bubble-Köpfen, wie jetzt hier. Den kompletten Cell-Shader-Look, wie er in Wind Waker verwendet wird, mag ich nicht so gerne. Aber so eine Mischung aus Cell-Shader und wie sagt man das, Twilight Princess, wie es halt Skyward Sword gemacht hat, finde ich dann schon ziemlich nice. Ja, ich spiele es halt auf dem Emulator und da sieht es halt nochmal wesentlich besser aus, als wenn ihr es auf der Original-Wii U spielt. Die Gamepad-Funktionen sind nice. Ich kann das Gamepad jetzt natürlich nicht richtig nutzen, weil ich spiele es halt mit einem Controller und den zweiten Bildschirm hier am Rechner, also mit Maus. Das ist, tut es aber nicht ab. Es gab noch so ein paar kleine nette Features wie die Tingle-Flasche, die mit dem Tingle-Tuner ersetzt wurde. Also der Tuner wurde mit der Flasche ersetzt. Leider ist die Flasche mittlerweile nutzlos, weil es das Miiverse nicht mehr gibt. Rest in Peace, Miiverse. Und sonst, ja, haben sie halt noch ein paar Sachen geändert, die das Spiel gut ergänzt haben. Gerade die Triforce-Suche haben sie verbessert. Auf dem GameCube war das einfach nur das ekligste Backtracking, was existiert. Und die haben sie das wesentlich besser gelöst. Ja, mehr gibt's für mich zu Wind Waker eigentlich nicht zu sagen. Ein okayes Zelda, was man auf jeden Fall spielen sollte, aber es ist eins meiner Hass-Zeldas, weil es einfach sich unfertig anfühlt. Ja, mehr brauche ich nicht sagen. Ich werde mich hier an der Stelle schon mal verabschieden, weil jetzt gleich der Bosskampf kommt. Ich werde natürlich noch weiter labern, aber nur damit ich mich nach dem Bosskampf nicht verabschieden muss und mich halt ausblenden kann. Oder das mache ich nach dem Bosskampf. Ich glaube nämlich, ich werde die Chance wissen, wann ich mich verabschieden sollte. Also gehen wir rein. Los geht's. Boss-Time. Mein Reich lag inmitten einer Wüste. Am Tag jagte ein glühend heißer Wind über das Land. Des Nachts herrschte der eisige Griff bitterster Kälte. So oder so, der Wind brachte nichts als den Tod mit sich. Doch der Wind in Hyrule bringt etwas anderes, etwas ganz und gar anderes. Und mich verlangte es nach diesem Wind. Es kann nur Schicksal sein. Erneut versammeln sich diejenigen, welche die Zeichen tragen an diesem Ort. Meine Hand vermag jenes zu fassen, was dem Betrachter jedes Gelüst gewährt. Wenn die Zeichen für Kraft, Weisheit und Mut zusammenkommen, steigen die Götter vom Himmel herab. Wer die Kraft der Götter, sprich das Triforce, berührt, dem wird jedweder Wunsch erfüllt. Das Triforce der Weisheit ist bereits mein. Fehlt nur noch deines.
Keine Angst, ich will dich nicht töten. Aber in deinem Körper ist etwas, das ich unbedingt brauche. Und nun soll sich mein Schicksal erfüllen. Götter, höret meinen Wunsch. Erhebt dieses Land wieder ans Licht der Sonne. Gebt mir Hyrule. Wer das Triforce berührt, dem wird jedweder Wunsch erfüllt. So war es doch, oder etwa nicht, Ganondorf. Damit hat sich unser Schicksal erfüllt. Ganondorf, du sollst zusammen mit Hyrule versinken. Wie töricht. Eure Zukunft, sagst du? Hör auf zu lachen! Du bist wirklich ein bösartiger alter Mann! Tut mir leid, Train. Ich muss wohl eingenickt sein. Los, lass uns schleunigst von hier verschwinden. Gehen wir heim. Heim auf unser Meer. Meinetwegen. Dann zeigt mir doch mal. Was eure Zukunft, eure Hoffnung wert ist. Und ob ihr des Triforce würdig seid. Und genau wegen diesem Satz, gehe ich auch nicht davon aus, dass Wind Waker, also das Breath of the Wild in der Wind Waker Timeline vorkommen kann. Weil Hyrule existiert in der Wind Waker Timeline einfach nicht mehr. Hyrule gibt es nicht mehr. Und ja, jetzt gehen wir in den Kampf. Ich werde versuchen, ihn kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Versuch ihm also währenddessen Schaden zuzufügen. Ach so, ja, scheiße. Oh Gott! Ja, genau, kickt mich, Alter. Ja, Diggi! Na komm! Ja,
So, hab ich dich. Du kannst mich nicht besiegen, Kollege. So einfach mache ich es dir nicht. Auch früher war ich mal besser in diesem Bosskampf. Ich habe komplett vergessen, wie der funktioniert. Komm, Zelda, sag doch was. Na, jetzt können wir ihn gerade nicht mehr treffen. Train, jetzt müssen wir uns wohl eine etwas raffiniertere Strategie einfallen lassen. Ich ziele auf dich und benutze dann dein Schild, um... Verstehst du? Leute, ich werde mich hier schon mal von euch verabschieden. Ich bedanke mich, dass ihr bei diesem Projekt zugeschaut habt. Genießt das Ende und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Projekt wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Haha, der Wind, er weht. Train. Meine Kinder, hört meine Worte. Ich habe die Vergangenheit stets bereut und in Zwietracht mit ihr gelebt. Wenn ich doch die Dinge nur ungeschehen machen könnte. Es verging kein Tag, an dem ich nicht an das Königreich gedacht habe. Ich war die Geißel dieses, meines Landes Hyrule. In gewisser Weise könnte man sagen, Ganondorf und ich sind uns sehr ähnlich. Aber von euch wünsche ich mir, dass ihr mit nach vorne gerichtetem Blick lebt. Ich kann nicht versprechen, dass euch eine gewogene Zukunft erwartet. Und dennoch bitte ich euch, dass ihr dieser Zukunft positiv und aufrecht entgegenschreitet. Lebt wohl! Wir, eure Vorfahren, vermochten nicht mehr, als euch diese Welt zu hinterlassen. Verzeiht uns. Aber wir könnten ihr doch zusammen entgegenschreiten. Ja, wir haben doch ein Schiff. Wir finden es bestimmt. Ein Land, das zu einem neuen Hyrule werden kann. Und deswegen... Ja, aber es soll nicht Hyrule sein. Es soll euer Land sein.
euer Land und unser Vermächtnis.
Specht in See! Volle Fahrt voraus! Unser Ziel ist... dort, wo uns der Wind hinführt.